weiter geht's. Endlich sind wir dem dunklen Gefängnis entkommen und jetzt dürfen wir uns in der Mühle schlagen. Ja, wir sind jetzt in der Mühle. Die Mühle ist ein, gut. Ich habe immer gesagt, es sieht nicht, soll nicht wie eine Mühle aussehen, aber irgendwie, ja, weiß halt nicht. Es sieht halt so komisch aus und das Charakteristischste an einer Mühle fehlt halt, nämlich das Mühlrad. Aber gut, daran stören wir uns jetzt einfach mal spontan nicht. Stattdessen versuchen wir nicht so oft in irgendwelche Schwerter oder Lanzen reinzurennen, sondern, ja, bahnen uns unseren weiteren Weg. So, jetzt geht es nämlich hier eine Etage höher. Und danach übrigens noch eine und dann noch eine und ich glaube dann noch eine. Und wir stellen dann fest, dass diese sogenannte Mühle ziemlich groß ist. Ich weiß nicht, ob viele Mühlen im Mittelalter so groß waren, beziehungsweise was ist im Mittelalter? Viele Mühlen stehen ja heutzutage noch irgendwo rum. Ich weiß nicht, ob viele so groß sind und viele so viel Platz beherbergen, aber okay. Vor allem fasziniert mich, wo diese ganzen Gegner hier eigentlich herkommen. Und noch mehr fasziniert mich, warum wir eigentlich auf diese Mühle draufklettern. Weil, also ich meine, da oben wird Clovis nicht sein. Ich glaube nicht, denn wenn wir nochmal die Karte studieren, da geht es eigentlich irgendwie noch weiter. Gut, aber das muss jetzt alles wohl so sein. Und wir wollen uns mal nicht weiter daran stören. Stattdessen klettern wir jetzt noch eine Etage nach oben. Dum-di-dum, genau. So. Nächste Etage. Jetzt kommen ganz viele Hunde. Das ist insofern ganz praktisch, als dass man nur einen Treffer braucht, um sie zu erledigen. Und schon können wir weiter. Okay, das ging echt schnell. So. Ja, wie gesagt, es ist ziemlich hoch hier. Und obwohl, das könnte schon fast die vorletzte oder letzte Ebene sein. Ich weiß es nicht genau. Ach, wir werden es gleich sehen. Der Endgegner hier ist jedenfalls ziemlich cool, wie ihr gleich sehen werdet. Da könnt ihr euch echt schon mal drauf freuen. Ist mein persönliches Endgegner-Highlight hier aus dem Spiel, muss ich auch dazu sagen. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Jetzt müsste ich nur noch ein bisschen schneller hier. Ta-ta-ta-ta. Na, kommt. Lanzenheinis und noch ein Axtheini. Ja, wo kommst du denn her? Es macht so keinen Sinn. Wo kommt ihr her? Springt ihr dann alle von oben irgendwie wieder runter? Oder ich weiß es nicht. Und jetzt habe ich schon wieder gesagt, dass es keinen Sinn macht, aber ich wollte das mit der Sinnfrage eigentlich irgendwie sein lassen bei dem Spiel. Es muss ja nicht sein. So, ich glaube, genau. So, jetzt sind wir noch irgendwie auf diese Plattform und ich fürchte fast, es kommt noch eine Ebene. Na, super. Ja, bewundern wir doch die wunderschöne Aussicht. Es dämmert so langsam. Und man beachte auch, wie sich immer der Bildschirm verdunkelt, wenn man in der Mitte des Raumes steht. Also es soll so ein gewisses... Ja, keine Ahnung. Das soll so wohl einfach das Gefühl vermitteln, dass man tatsächlich in der Mühle drin steht und da das Sonnenlicht nicht so stark hindurchkommt. Irgendwie so in der Richtung. Das sind so kleine Details, also die es in dem Spiel durchaus ja gibt und wo man auch merkt, dass sich die Entwickler tatsächlich Mühe gegeben haben. Was bei so einem Titel ja wirklich nicht selbstverständlich ist, wie man annehmen sollte. Ich meine, wie gesagt, wir sprechen hier von einem Titel, der sich einfach nur Legend schimpft. Legend, ja. Legend von was? Oh, Fässer. Fässer ist gut, Brot, ja gut, Fleisch. Aha. Und Magisa Kiata. Ein Leben wäre schöner gewesen.
Aber eigentlich bin ich relativ gut ausgestattet. Also ich bin relativ stolz auf mich und nicht nur relativ, ich bin stolz auf mich, dass ich es überhaupt so weit hier geschafft habe. Und ja, Endgegner. Ein gewaltiger Drache. Na gut, so gewaltig ist er gar nicht. Aber ich muss dazu sagen, das Design von dem Drachen gefällt mir sehr gut. Und das will bei mir dann auch schon was heißen, weil da bin ich, also was Drachen angeht, ziemlich kritisch bei Spiel. Und ja, da kann schon vieles, das kann mir schon ganz schön die Atmosphäre kaputt machen, wenn ich irgendwie einen Drachen sehe, der meiner Meinung nach, also ich muss ja immer von meiner persönlichen Meinung ausgehen, wenn ich einen Drachen sehe, der von meiner Meinung nach einfach schlecht designt ist. Und der Drache hier ist ziemlich cool designt, wie ich finde. Das einzige Problem mit ihm ist, die Geräusche, die er von sich gibt, sind nicht gerade drachenmäßig. Aber gut, das ist, damit müssen wir jetzt einfach mal leben. Wie wir sehen, übrigens, so nebenbei bemerkt, der Drache holt sich ganz gerne mal Verstärkung in Form einiger Schwert- und Lanzenhainis. Aber das muss wohl so sein. Jetzt machen wir noch ein bisschen Magie. Das Problem ist halt, der Drache fliegt die ganze Zeit. Das heißt, wir können sowieso nur mit Sprungattacken treffen oder eben mit Zaubern. Und sobald weitere Gegner auf dem Bildschirm erscheinen, können wir den Drachen nicht verletzen. Das muss wohl irgendwie auch so sein. So. Aber die Gegner, die immer wieder kommen, das ist eigentlich auch recht praktisch, weil ab und zu hinterlassen die ja neben Geld und Schlüsseln auch ganz gerne mal auch Fleischkeulen und Brot und solche Sachen. Und das macht es in der Hinsicht schon mal ein bisschen einfacher, gegen den Drachen zu bestehen. Weil er ja doch ganz gerne mal, wenn sie denn mal was hinterlassen, das macht es dann schon ein bisschen einfacher, gegen den Drachen zu bestehen. So, nochmal Magie, Totenschädel-Power, yeah. Ziehe doch einiges ab. Und dann noch so ein bisschen hin und her. Die Attacke von oben ist böse, weil da kann man irgendwie überhaupt nicht ausweichen. So, jetzt müsste nur noch ein richtiger Treffer irgendwie folgen. Ah, okay, gut. Ja. Zwei Schwertheinis noch, Drachen noch einmal treffen und dann müsste es das gewesen sein, in der Theorie. In der Theorie. Ah, Fleisch. Perfekt. Jo. Noch ein Schwertheini, auch gut. Schlüssel, da, 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 da. Und noch ein Schwertheini. Okay, anscheinend, es kommen immer vier Gegner, kann das sein? Na gut, muss dann jetzt eben auch so sein. Ich sollte nicht so viele Faxen machen. Zack, zack, genau, und zack, genau, so, tata, ja, Drache und ein sehr unrühmliches Ende für den Drachen. Na gut, ja, Drache erledigt, weiterer Level geschafft und, ja, im nächsten Video geht's dann eben mit der nächsten Stage weiter und darauf könnt ihr euch wie immer freuen und, schauen wir einfach mal, wie das Spiel weitergeht, ne? Also, bis dahin.